Klimaschutz und gleiche Rechte für alle, das sind Themen, die sehr viele Leute im Moment interessieren. Und eine Bewegung, die das ineinander vereint, ist der Ökofeminismus. Aber was haben Ökologie und Feminismus miteinander zu tun? Das möchte ich von der Ramona und der Tatjana wissen. Die Verbindung zwischen beiden sehe ich in dem, dass sie sich beide mit verschiedenen Strukturen beschäftigen, mit Herrschaftsstrukturen, mit Ungerechtigkeitsstrukturen. Und da sehe ich eigentlich eben die Verbindungslinie zwischen Ökologie und Feminismus. Im Thema Ökofeminismus setze ich mich konkret dafür ein, dass ich meine Kleider möglichst nachhaltig kaufe, bis auf faire Online-Shops und hauptsächlich Secondhand, plus ich lebe vegan und feministisch. Und ich gehe allen auf die Nerven damit. So viel also zum Ökofeminismus. Wenn dir diese Auskunft noch nicht gelangt hat, dann gibt es jetzt ein einstündiges Gespräch zwischen der Tatjana, der Ramona und unserer Moderatorin der Lisa auf dreifach.ch. Radio Dreifach.